Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir haben hier einen ganzen Berg Klamotten, die ich euch zeigen darf. Das ist eine Temu-Bestellung von meiner Frau. Die wollte Temu auch mal testen, weil die Arbeitskollegen davon geredet haben und alle sehr zufrieden waren. Von der Qualität, Preis-Leistung. Ja, man kann auch Billigplunder finden, wenn man den sucht. Aber wenn man guckt und aufpasst, kriegt man auch sehr gute Sachen. Ich glaube, ihre Sachen hat sie rausgenommen. Bin ich mir nicht sicher, weiß ich nicht. Nee, doch nicht. Das ist für sie. Das ist so ein lockerer Pullover, weiß. Ja, mit irgendwie so Plüschwolle, so weich. Ich weiß nicht, wie es heißt, Leute. Plüschwolle, weiße Wolle. Fühlt sich ein bisschen an wie mein Lucky damals. So. Wofür die Kleine hat sie denn? Natürlich kommen hier auch noch. Oh, ich staune. Sie hat ihre Sachen nicht rausgenommen. Ich hätte jetzt gedacht, sie nimmt ihre Sachen raus. So, aber hat sie nicht. Denn eine dünnes Jäckchen, also ja, für zum Drüberziehen, weil meiner Frau, wenn sie ein T-Shirt anhat, dann öfters mal sehr fröstelig ist. Und hier hat sie dann praktisch, ist zwar dünn, aber halt, ja, hat sie was über der Arme und dann friert sie nicht so schnell. Dann hat sie sich Socken geholt, die steht auf bunte Socken, genau wie meine Tochter, mit so einem Gardinenstoff, ohne Scheiß wirklich, ich weiß nicht, wie es heißt, Gardinenstoff dazwischen. Ja, also das ist wirklich, hier ist Socke, dann ist hier Gardinenstoff mit Blumen drauf. Also Gardine und dann ist wieder Socke. Und hier hinten soll der Hacke sein. Ja, so. Und dann ist das da durchsichtig. Die hat auch schon welche angehabt, die sind wirklich durchsichtig. Also sie ist begeistert. So, was haben wir hier? Achso, das ist ein Band. Ein grünes, das gehört zu einem Kleid, da kommen wir auch. Ach so, hier hat sie dann nochmal, jetzt hat sie nochmal Gardinenstoff andersrum. Nur vorne Stoff, hinten Stoff und das alles hier Gardine. Ja, da brauche ich keine Socken anziehen, aber naja, okay. Und noch mehr davon. So, und das ist nämlich für hier, für das Kleid von Junchen. Dann haben wir für Juna bestellt. Sieht auch sehr süß aus mit den Weihnachtsbäumen und ja, und den Elchen da drauf. Ein Kleid hat sie in der 120 bestellt. Ja, das ist Juna zu eng. Also, es passt gerade noch. So, sagt, du musst zwei Nummern größer bestellen. Steht aber auch da. Wegen chinesischer und deutscher Größe, da sind Unterschiede. Steht aber auch da. Ja, war aber nicht größer lieferbar, sagt, dann hättest du das nicht kaufen sollen. Aber Juna wollte das. Ja, dann braucht ihr euch aber nicht beschweren, dass es zu klein ist. So, denn nochmal hier so ein Jäckchen für Frauchen in Hell mit Blumen. Hat irgendwie. Also, der hat Vibes wie so ein. Wie Jürgen von der Lippe mit seinen. Hawaii-Hemden irgendwie. Mit den Blumen irgendwie. Ich zeig euch das mal. Aber naja. Ist ja auch schön. Endlich gönnt sie sich mal wieder was. Hat sie ja ewig nicht gemacht. Ich sage mal, hol doch, nee, nee, nee. So, ach so, hier dann noch einen dicken Schal. Einen langen, dicken, breiten Schal da. Lang. Sehr lang. Also, das ist etwa 1,80 lang oder so, würde ich jetzt mal so blank sagen, weil der. Ja, doch, der ist mindestens so hoch wie ich. Wenn nicht so ein 2-Meter-Schal. So, Scheiße, lege ich jetzt nicht zusammen. So, was haben wir hier? Ach hier, da haben wir noch Strumpfhosen für die Kleine. Da hat sie auch eine schon an. Das ist jetzt hier mit so. So, da war die Speicherkarte voll. Da ich jetzt immer ein 4K aufnehme, meistens, wenn die Kamera nicht verstellt hat, weil ich Hangout gemacht habe, weil da die Einstellung vom PC, von dem, von der Elgato-Software ab und zu mal die Einstellung der Kamera überschreiben und dann geht die einfach von 4K mal wieder in 1080p runter.
ich weiß jetzt gar nicht, wo wir waren. Hier haben wir jetzt einen Schal, 2 Meter lang, 1,80 bis 2 Meter, schön dick. Strumpfhosen. Sie hat aber schon eine Strumpfhose an, da ist halt praktisch aber hier in der Höhe eine Schleife vorne. Richtig süßes Schleifchen. Also da muss man sagen, da haben sie bei Temu echt süße Sachen gehabt. So, eine Sache muss ich jetzt erstmal wieder umdrehen, weil die Kleine hat schon einen jetzt anprobiert. Aber das machen wir natürlich halt nicht vor der Cam, das wollen wir nicht. Also wir versuchen sie so weit wie möglich rauszuhalten. Aber ab und zu, wenn man mal zeigen muss, wie mit dem Auto zum Beispiel, ja, dann kommt es, oder mit dem Trampolin, ach Quatsch, mit dem Spielzeug, dann kommt es schon mal vor, dass man sie sieht, aber das pixelig ja dann alles. Ach, das ist das mit den Einhörnern, was sie sehen hat und gleich haben wollte. Ist auch ganz süß, ein blaues Kleidchen. Mit hier oben Wolken, Arme sind Regenbogen. Und hier unten ist ein Einhorn. Bei der Tasche und hier, was war da? Schmetterling und Blümchen. Auch ganz süß. Aber ein paar Sachen hat Frauchen rausgenommen. So. Ach, hier muss ich auch umdrehen. Ein Kleid, also wie sie gesagt hat, eine, was ein bisschen zu eng ist, zu klein ist, das hat Juna schon an. Ach so, das ist das, was sie haben heute mit dem Weihnachtsmann drauf. Weihnachtsmann und Rentiere. Ja, die Kleine will jetzt auch, dass bei uns der Weihnachtsmann kommt. Frau sagt, nein, bei uns kommt das Christkind. Weil bei ihr das Christkind gekommen ist, muss natürlich unbedingt für unsere Tochter das Christkind auch kommen. Obwohl bei mir der Weihnachtsmann gekommen ist, aber ich habe ja nichts zu sagen. Sie möchte das unbedingt die Tradition weitersetzen. Und ich weiß nicht. Ist das in Polen üblich, dass das Christkind kommt? Ich dachte, da kommt auch der Weihnachtsmann, aber naja. Und dann halt hier noch eins mit Blümchen drauf und unten 2 Vögelchen. Ach hier. Und das mit den Einhörnern hat sie dann auch nochmal in Rosa. Ich habe eine Nachricht von Amazon. Vielleicht kommt die Fernbedienung doch noch. Ich kann das Video doch noch hinten ranhängen, weil ich habe noch nicht angefangen mit Bearbeiten. Aber wird dann nämlich knapp. So, ja, hier ist nochmal das mit den, nochmal das Einhorn, aber in Rosa. Ja. Und Frauchen, das ist jetzt halt nur die erste Ladung, was Frauchen bestellt hat. Frauchen will noch, beziehungsweise ich werde für Frauchen wahrscheinlich beim nächsten Mal mitbestellen. Ich mache auch krampfhaft gerade bei diesem Fischspiel bei Temu mit. 2 Sachen aussuchen, dann mit Gutscheinen und dann Fische füttern und dann kann man das irgendwie gratis kriegen. Und wenn man Leute wirbt und so, mache ich auch recht ab und zu mal. Kriegt man Fischfutter und so und da hat man am Anfang was mehr gekriegt. Jetzt bin ich runter auf auf Temu, so. Und dann auf Nachrichten, Aktionen, Fischwelt. So, ich bin jetzt bei 25 Cent, die mir noch fehlen. Ohne Scheiß, wirklich. Ich zeige euch das auch gleich. Mir fehlen noch 25 Cent. Ich mache das Spiel jetzt seit über einer Woche. Mir fehlen noch 25 Cent. Ja, ich hoffe, ihr seht das. Die meisten Leute, die ich kenne, die haben die Temu-App schon. Und ich flitter hier fleißig. Und da habe ich halt jetzt, da wird dann auch nochmal ein Video kommen. Da habe ich die Barfußschuhe drin, die meine Frau unbedingt haben will. Die kennst du von der Arbeit. Das sind so wie Strandschuhe. Und ich habe für mich einen Wandschmuck, so im nordischen Style. So Odins Knoten habe ich drin.
Und dann gibt es hier noch 40 und 30 Euro Rabatt oder so, keine Ahnung. Ja, und da versuche ich gerade, das mal gratis zu bekommen. Mal gucken, wie lange das dauert. Und dann muss ich ja sowieso noch bestellen. Ich will ja auch noch für Juna, will ich noch 2x1000 Lego-Teile bestellen. Weil die haben verschiedene Beutel bei Temu. Die haben einmal einen Beutel mit breiten, lang, also mit langen, kurzen, hast nicht gesehen, mit 1000 Teilen. Und dann nochmal einen Beutel, wo auch die Teile mit bei sind, aber auch schräge und Eckteile und sowas alles mit bei sind. Es ist kein Lego, es sind Klemmbausteine, es ist von. Ich habe keine Ahnung, von wem es ist. Es ist mir scheißegal, aber ehrlich gesagt, für das, was Lego fabriziert, stecke ich die nicht noch Geld in den Rachen. Sag ich euch so, wie das ist. Nee. Also, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, Preis-Leistung von Lego, und wenn ich mir die heute angucke im Regal, und was für grauenhafte Sachen einem da geboten werden. Also damals gab es nicht jetzt sind es ja nur halbe Häuser. Damals gab es ganze Häuser, die konntest du aufklappen und spielen. Ja, innen drin und hast nie gesehen. Jetzt sind es einfach nur halbe Häuser und dann musst du von hinten. Absolut lächerlich, absolut lächerlich. Und dann die utopischen Preise. Also nee, also zeige ich euch so, wie es ist. Da hole ich mir lieber Blue Bricks oder irgendwelche anderen Klemmbausteine, anstatt die Lego das Geld in den Arsch zu blasen. Zeige euch so, wie es ist. Und da haben sie bei Temu nämlich richtig schöne Beutel. Ich bin noch am Überlegen, also ich will nämlich, kostet eh nach 11 Euro noch was. Würde gerne zwei Beutel bestellen, also 2x1000 Teile. Und dann habe ich auch noch kleinere Beutel hier sehen mit anderen Teilen. Da vielleicht noch ein, zwei Beutel und dann vielleicht noch Platten. Platten bräuchte ich ja auch, wo man dann halt auch was draufbauen kann. Weil wir haben hier jetzt nur Duplo, also Lego Duplo. Oder halt sowas. Und wir brauchen halt Platten, dass man das dann halt auch aufmachen kann. Ja? Aber das kommt. So. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, hat euch gefallen mit einem neuen kurzen Temo-Video. Ich weiß nicht, ob ich hier Werbung draufschreiben muss, wenn meine Frau das gekauft hat. Aber es ist ja gekauft, also brauche ich ja keine Werbung draufschreiben. Irgendwo in der Ecke. Guckt mal bei Timo nach, die haben wirklich schöne Sachen, süße Sachen. Qualität ist okay, geht auch voll in Ordnung für den Preis, alles tipptopp. Und lasst euch da nicht beirren, viele sagen, es ist Quatsch und es ist Billigscheiß und so. Ja, auch haben sie, wenn ihr danach sucht, ja. Aber es gibt genauso gute Kopfhörer oder Kopfhörer mal zu nehmen, Lenovo verkauft. Der offizielle Lenovo-Shop ist auch bei Temu. Die verkaufen offiziell und da ist so schöne, da bekommt ihr Lenovo-Kopfhörer, die ihr in Deutschland gar nicht bekommt. Weil sie eigentlich für einen globalen Markt oder für einen asiatischen Markt gedacht sind und da sind richtig geile Sachen mit bei, vom optischen her. Ja, kann ich euch nur empfehlen. So, aber nichtsdestotrotz soll es das jetzt gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, ein Däumchen, wenn ein Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin.